Alter, ein halbes Herz. Oh yeah! Hey ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zumindest zu der 24. Folge Ender Kids. Wir haben heute das Kit Spion und der Spion startet mit einem weißen Brustpanzer und kann sich durch Sneaken komplett unsichtbar machen. Hierbei verliert er Hunger. Er ist zu lange unsichtbar, bis er von einem Gegner Schaden erleidet oder keine Hungerkeulen mehr besitzt. So, perfekt. Ich vote jetzt einfach mal für Savannah und wir sehen uns dann gleich wieder auf der Plattform. Bis gleich. So, und da sind wir schon auch auf der Plattform. So. Und ich hoffe, wir bekommen was Gutes. Nee, haben wir natürlich wieder nicht, weil ich an die falsche Kiste gegangen bin, da wo wieder mal jeder rangeht. Ja. Sind wir mal gespannt, ob wir hier irgendeine Kiste auffinden können. Kiste? Verstehe. Wo bist du denn? Ich suche dich. Oh, hier. Oh, nee. Doch nicht. Ach, ich würde sagen, wir holen uns einfach gleich mal Holz. Macht hier ja sowieso keinen Sinn, Kisten zu farmen, wenn hier eh Millionen von Leute sind. So, wir machen uns das hier und dann würde ich sagen, gehen wir mal hier bei dem Berg dann rechts rüber. Bitte fahren Sie rechts ran, bitte rechts ran fahren. Lustig. So. Jetzt werde ich mal versuchen, hier noch eine Kiste drauf, finde ich, zu machen. Oh, da oben. Da oben auf dem Baum, da küssen sich zwei Kisten, 4 Diamanten und 5 Eisen. Also eine bessere Kiste hätte mir jetzt ja nicht passieren können, oder? Ja klar, Thomas, mach dir einfach, bevor du dir ein Schwert machst, den Helm. Ist okay, ja, es ist jetzt nicht so schlimm, aber es ist einfach nur extrem schlimm. So, da, die ganzen Schweine sind da drüben, das ist echt doof. So, das Weizen-Scheißteil schmeißen wir einfach mal weg hier. So, oh, da ist gerade eine Kiste gespawnt. Die holen wir uns natürlich. Au! Oh, jetzt habe ich mich auf Versehen unsichtbar gemacht. Alter, ein halbes Herz! Habt ihr das gesehen? Ich hatte wirklich nur noch ein halbes Herz. Und wenn ich jetzt in den Fight reingerate, dann bin ich am Arsch. Oh, danke, dass ich... Oh, das war jetzt ein richtig, richtig knappes Duell. Das Duell der Giganten. Wir machen hier und was ganz Tolles. Ein Tollenhelm. Oh ja. So, das hier kommt weg. Das hier kommt hoch. Wie viele Blöcke? 124, ja. Der rennt nicht gerade, glaube ich, in unsere Richtung. Das TNT kommt weg, das hier kommt hier runter. Und das Brot, brauchen wir das Brot jetzt? Nein. Okay, dann holen wir uns hier noch ganz schnell alle Kisten. Oh, wir bekommen gerade extremst viele Diamanten rein, sehe ich. Das merke ich gerade. So, wir haben noch was, wir können uns noch irgendwas aus Eisen machen. Aber ich glaube, ich spare das lieber ein bisschen. Spare das. Denn, ja. Was Notwendiges brauchen wir hier nicht. So, wir holen uns da drüben noch die Kiste und hoffen, dass wir jetzt nicht gepottet werden. Oh, alter Leute, was denn nur los, ey? Was ist nur los mit dir? Die Enderperlen kommen weg. Ach nee. Die Enderperlen kommen wieder her. Wir können uns einen geilen Brustpanzer machen. Einen richtig geilen Brustpanzer. Habe ich da gerade... Ja, ich habe Sachen aufgesammelt, auf jeden Fall. So, eine Werkbank, dann brauche ich da mal einen sexy Brustpanzer, so. Oh, jetzt haben wir sogar noch einen besseren Brustpanzer und ich. Och man, Leute, och man. Also manchmal denke ich mir echt so, Hurensohn. So. Und wo ist unser Lava-Eimer? Und schön die Sachen verbrennen, dass die keiner bekommt. Schnell was zu essen hier. Dass wir auch regnen, wenn sie... Oh! Da gibt es jetzt gleich den Epic-Kampf. Es leckt etwas. Aber der hatte gegen uns sowieso keine Chance. Von dem her ist das jetzt nicht so wild gewesen. So, ich würde aber sagen, ich hole mir noch ein bisschen Essen. Vorne sind Kühe. Ich glaube, ich sollte mir lieber von Kühen das Essen holen.
Denn wir wollen uns jetzt dann im End... Nein, es ist noch lang kein Endfight. OMG, ich denke schon wieder viel zu weit voraus. Hier. Oh, die... Nein! Oh, ich habe ihn noch bekommen. Oh, und ihn hier habe ich auch noch bekommen. Alter. Oh, und ihn hier habe ich auch noch bekommen. Alter Schwede. Schnell, hat irgendjemand Milch dabei? Wir sind vergiftet. Hilfe. Ganz kurz hier gucken. 225 Blöcke. Okay. Ich glaube, genug Essen haben wir jetzt. Tut mir leid. Die ganzen Sachen hier müssen weg. Auch wenn vielleicht gute Sachen dabei waren, Leute. Ich glaube es euch schon. Aber... die mussten jetzt einfach weg. So, das Redstone brauchen wir nicht. Das hier kann hoch. Und dann gucken wir auch gleich hier rein. Also, mit den Kisten? Also, manchmal, Leute, denke ich mir echt so, da hat man richtig Glück, was die Kisten und so weiter betrifft, aber manchmal auch nicht. Und wir haben gerade richtig Glück, muss ich sagen. Also, ich finde schon. Aber ich... Ah, hier ist eh eine Werkbank. Okay, machen wir uns die Schuhe, würde ich sagen. Zack. Perfekt. Wir sind fast full dir. Habt ihr das schon gemerkt? Habt ihr das schon gemerkt, oder was? Michi? Ne, mein Bruder ist nicht mehr da. Muss ich nur ganz kurz absichern. Mache ich jetzt mal so und das hier mache ich jetzt mal so. Wir bräuchten eigentlich einen freien Slot, ne, dass wir uns unsichtbar machen können. Deswegen würde ich eigentlich doch gerne die Spinnenweben wegtun. Weil die werden wir wahrscheinlich eh nicht benutzen. So, ich bin gespannt, was das für ein Endfight werden wird. Ob das ein guter Endfight werden wird oder auch nicht. Bin ziemlich gespannt. Wir haben uns jetzt noch nicht so gut unsichtbar gemacht, weil die Runde ging einfach hier zu schnell vorbei. Es war einmal so klack, klack, tot und dann war es irgendwie, waren wir schon fast full dir und ja, das geht alles immer so schnell vorbei. Ich hoffe, nein, 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 nein. Okay, 51 Blöcke. Da vorne ist jemand. Okay, ich sehe ihn. Er hat ein verzaubertes Schwert. Oh ne. Okay, jetzt müssen wir ganz aufpassen. Okay, wir sind jetzt unsichtbar. Und er sieht uns da hinten nicht. Alter, wie geil ist das denn? Hallo, hallo. Er checkt einfach nicht, dass wir unsichtbar sind. Nein, er trifft uns gut, er trifft uns gut. Wow, scheiße, 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 knapp. Ein halbes Herz, Leute, könnt ihr das sehen, könnt ihr das sehen? Aber obwohl es bei mir ein bisschen geleckt hat, aber ich war klar im Rüstungsvorteil. Also der hatte ja Full Iron. Aber der hatte ein verzaubertes Tierschwert. Und manchmal war ich einfach so dumm und habe einfach nicht geschlagen. Ich stummer Mensch. Auf jeden Fall, Leute. War das eigentlich eine ganz coole Runde? Ihr habt gesehen, wir haben uns noch ein bisschen unsichtbar gemacht am Ende. Also mein Fazit zu dem Kid Spion. Es ist ja cool, jedoch fände ich es jetzt persönlich besser, wenn man auch die Waffe nicht sehen würde. Weil das teilweise schon ein bisschen, man muss immer ein Slot freihalten, damit man extra komplett unsichtbar ist. Und dann, bis man dann wieder zum Schwert wechseln kann, beziehungsweise braucht man einfach den Platz unten. Finde ich jetzt eventuell nicht so... praktisch, aber auf jeden Fall ist das Kit sehr nützlich, ja. Also mein Fazit zu dem Kit ist, es ist sehr nützlich im Kampf, vor allem dann im Endkampf. Man kann die Gegner auch richtig verwirren, wenn man weglaufen will. Also meine beiden Daumen hat das Kit. Mein Vorschlag wäre nur, dass man dann komplett unsichtbar ist, weil das mit dem Hunger, da ist man eh nicht lange unsichtbar. Und von dem her würde ich sagen, das war's von der heutigen Folge Ender Kits. Morgen kommt dann auch schon das Chamäleon und übermorgen, glaube ich, schon der Assassine, der Assassin. Okay, Leute, wenn es euch gefallen hat, wir sind hier immer ohne Skin. Ich verstehe das nicht. Wieso? Ich schäme mich jetzt. Ich gehe mich jetzt schämen. Schämen. Moment, wir gehen uns noch schnell in die Ecke schämen. Wir gehen uns schämen, dass der Skin so hässlich ist.
ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Like, gefällt mir, konstruktive Kritik in die Kommentare. In die Kommentare freue ich mich auch immer. Und ja, Leute, wenn es das war, dann war es das. Und ich würde sagen, ciao.